Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Webinaris geschrieben, welches er mit 4,5 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Mit Webinaris wird das Anbieten von Webinaren leicht gemacht. Ein Webinar ist ein Seminar im Internet. Webinarteilnehmer sitzen also zu Hause vor ihrem Computer und können sich ein zuvor aufgezeichnetes Video anschauen. In den letzten Jahren sind Webinare zur gängigen Strategie des Online-Marketings geworden, insbesondere für Online-Produkte. Die Vorteile eines Webinares. Die Teilnehmer eines Webinares sind von vornherein am Produkt interessiert, sonst wären sie nicht dort. Im Webinar gilt es, die Interessenten in Kunden zu verwandeln, welches wesentlich einfacher ist. Die Teilnehmer sind insgesamt offener, weil sie zu jeder Zeit abschalten können und die Flucht ergreifen können, anders als in Geschäften, wo dies oftmals nur bedingt möglich ist. Außerdem befinden sie sich meistens in einer gewohnten Umgebung und können sich die Zeit aussuchen und einplanen. Der Ablauf von Webinaris. Bei Webinaris bekommt man ein Rundumpaket, sodass alle Prozesse, die mit einem Webinar zusammenhängen, völlig automatisch ablaufen. Dafür nimmt man einmalig ein Video auf, vorzugsweise in guter Bild- und Tonqualität, lädt es auf die Server von Webinaris hoch und bestimmt die individuellen Einstellungen, von denen Webinaris eine Menge anbietet, auf welche ich später noch eingehen werde. Auf der eigenen Webseite kann man dann zum Beispiel die Anmeldung zu einem Webinar bei Webinaris einbinden. Bei erfolgreicher Anmeldung durch einen Interessenten wird man per E-Mail benachrichtigt und der Webinarteilnehmer erhält automatisch einen personalisierten Link, ebenfalls über E-Mail zu der Seite mit dem entsprechenden Webinar. Der Umfang von Webinaris im Detail. Wie schon kurz erwähnt, bietet Webinaris eine Reihe an Möglichkeiten zur Einstellung des persönlichen Webinars. Zunächst einmal kann man sich aussuchen, wie oft und zu welchen Uhrzeiten und welchen Tagen das Webinar laufen soll. Man kann entscheiden, wie viele der Termine auf der Landingpage angezeigt werden sollen und diese werden automatisch immer aktualisiert. Neben der Möglichkeit, die Anmeldung auf die eigene Webseite einzubinden, kann man auch eine der zahlreichen Landingpages-Vorlagen von Webinaris nutzen und diese nach Lust und Laune verändern und gestalten. Sobald ein Webinar beendet ist, kann man einstellen, dass die Teilnehmer umgehend auf die Verkaufsseite, die sogenannte Sales Page, weitergeleitet werden. Auch während des Webinars kann man Bannerwerbung von eigenen Produkten anzeigen lassen, sofern man dies möchte. Darüber hinaus verfügt man über die Möglichkeit, eine Chat-Funktion zu aktivieren, der privat, also nur für den Moderator, sichtbar oder öffentlich sein kann. Dieser soll vorwiegend für Fragen der Teilnehmer sein, auf die man entweder sofort oder mit vorgefertigten Antworten reagieren kann. Man kann den Chatverlauf auch erst nach Ende betrachten und die Fragen in einer E-Mail beantworten. Neben dem Chat gibt es noch eine Teilnehmerliste, welche man genau wie den Chat privat oder öffentlich stellen kann. Die Teilnehmerliste wird einem nach Ende per E-Mail zugeschickt, sodass man auch einmal genau einen Überblick erhält. Außerdem kann man variieren, wie lange ein Zuhörer berechtigten Zugang zum Webinar hat und über seinen Link. Man könnte zum Beispiel bestimmen, dass 10 Minuten nach Beginn des Online-Seminars niemand mehr Zutritt hat. Falls jemand also zu spät war oder gar nicht erst aufgetaucht ist, kann man ihn eine Aufzeichnung des Webinars zukommen lassen, sofern es erwünscht ist. Webinaris ist nicht nur im deutschsprachigen Raum verfügbar, denn man kann sein Webinar in verschiedenen Ländern anbieten, wobei die unterschiedlichen Zeitzonen und Sprachen mechanisch berücksichtigt werden. Webinaris mit Digistore24, Clicktip und Co. Webinaris ist zusammen mit anderen Anbietern kompatibel. Zum Beispiel kann man Webinaris mit Clicktip, Infusionsoft, Cleverreach, Gulux24, GetRespoons und Mailchimp verbinden. Somit werden die neuen E-Mails, die man durch Webinaris generiert, automatisch in die bestehende E-Mail-Listen übernommen. Dies erspart eine Menge Arbeit und ist extrem effektiv für das E-Mail-Marketing. Mit Digistore24 kann man seine Webinare auch kostenpflichtig anbieten. Bei Digistore24 verkauft man sein Ticket für das Webinar, wobei Digistore24 die komplette Abwicklung übernimmt. Nach kurzer Zeit erhalten die Leute ihren Zugang zum Webinar. Kostenpunkt. Angeboten werden zurzeit 4 verschiedene Pakete, die sich alle nur im Preis, der Anzahl der möglichen Webinare und Teilnehmer unterscheiden. Das Starterpaket erhält man zum Beispiel für 20,30 Euro im Monat. Hier darf man ein Webinar hochladen und online stellen, welches maximal von 50 Besuchern betreten werden kann. Im Paket Optimal kann man 3 Webinare managen mit unbegrenzter Teilnehmeranzahl. Im größten Paket Professional kann man unbegrenzt viele Webinare hochladen für 104,30 Euro im Monat. Bei allen Paketen kann man so viele Termine, wie man möchte, auswählen und hat auch sonst Zugriff auf das komplette Angebot von Webinaris. Meine Erfahrungen mit Webinaris. Ich nutze Webinaris, um mein Fitnessprodukt optimal zu vermarkten. Durch das Webinar habe ich gute Chancen, Käufer zu gewinnen, da sie ohnehin schon interessiert sind. Im Webinar schneide ich also einige Punkte an, die auch in meinem Fitnessprogramm vorkommen. Es ist quasi wie eine Kostprobe beim Bäcker. Ich zeige Ihnen schon ein Rezept, Erfolgsgeschichten von Kunden, die das Programm schon durchgezogen haben und wie es dazu kommen konnte.
Ich erzähle genau so viel, wie es braucht, damit der Zuschauer kauft, weil er mehr erfahren will. Mit Webinaris kann man auch Dokumente zum Download für die Teilnehmer anbieten. Dies ist bei mir besonders nützlich für das Rezept und wird bei mir auch oft in Anspruch genommen. Ich habe mein Webinar so gestaltet, dass die Leute, die es beendet haben, mit dem Gefühl herausgehen, auch etwas gelernt zu haben und nicht 60 Minuten Verkaufsshow gesehen zu haben. Das ist eine ziemliche Gratwanderung, an der ich ständig feile, aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Die Handhabung ist anfängerfreundlich. Durch das Programm und den Mitgliederbereich findet man leicht durch, auch wenn man bei Computern eher unerfahren ist. Es ist sehr übersichtlich gestaltet und es sind immer genügend Erklärungen parat, sodass man auch jede Einstellung genau versteht. Ich habe auch eine der Vorlagen für eine Landingpage verwendet, da als ich angefangen hatte, noch keine eigene Webseite hatte. Man muss dort nur auswählen, was man möchte und hat fix eine Seite. Heutzutage habe ich meine eigene Webpage und leite die Besucher alle darauf um, nachdem sie sich das Online-Seminar angeschaut haben. Ich habe einen deutlichen Zuwachs an Traffic und dementsprechend auch an Umsatz beobachtet. Dies rechtfertigt für mich auf jeden Fall die monatlichen Gebühren, die erhoben werden. Für den Service, den ich hier bekomme, sei es die Funktionen oder auch der Support, ist einmalig und ich hätte sogar mehr gezahlt. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen an Leute, die anstreben, ein eigenes Produkt im Online-Geschäft zu vermarkten oder Affiliate-Marketer. Aber die Zielgruppe ist weitaus größer, da man auch sein Offline-Geschäft sicherlich gut in einem Webinar platzieren könnte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.